Ja, sagen Sie mal, da bei Ihnen im Garten schläft jemand. Wissen Sie das? Schläft? Ja, da liegt einer im Schlafanzug. Liegt aber ziemlich komisch da. Da! Lassen Sie mich doch mal rein! Das ist ja der Herr Doktor. Mein Gott. Dr. Meinhardt. Ja, wer ist es denn? Das ist Robert. Er ist schon im Büro. Mord in Grünwald. Mhm. Und komm gleich. Moment, ja? Zum Frühstück ein Mord. Ausgerechnet heute. Mein armer Hase. Ja, hallo Robert. Ja, macht ja nichts. Ja, erzähl schon. Was, wie heißt der Mann? Dr. Meinhardt. Mhm. Vom ersten Stock, sagst du? Wieso Mord? Warten Sie. Ja, der könnte ja ein Schlafwandler gewesen sein oder die Balance. Ach so. Ah ja, das ist natürlich was anderes. Ja, gut, ich komme. Wo ist das genau? Schön, ich warte. Herr! Ach, die sollten doch aber wirklich erst kommen, wenn ich weg bin. Die schönen Rosen, ich bin ganz überrascht. Oh, als ob du nicht gewusst hättest, dass du heute Rosen bekommst. Wäre ja noch schöner. Hättest es ja mal vergessen können. Ja, wie gefallen sie dir denn? Na, sehr. Hallo, Robert. Ja, Nummer 7? Mhm. Gut, ja, das ist, ich weiß schon. Schön, ich habe nur ein halbes Ei aufzuessen, ja? Wenn du gestattest. Danke. Bis gleich. Ach, nein. Also gerade heute hätte ich mir nun keinen Mord gewünscht. Meinst du, es wird länger dauern? Nein, auf keinen Fall. Ich lass das die Jungs machen. Dankeschön. Nein, wir gehen heute Abend aus, dabei bleibt es. Och, ich hab mich so drauf gefreut, aber da musste ja was dazwischen kommen. Was ist es denn? Ein Mann ist aus dem Fenster gefallen. Hört sich gar nicht so schlimm an. Was hast du für ihn schon? Dr. Meinhardt wurde hier durch die Tür gestoßen mit ziemlicher Gewalt. Vorsicht. Ja. Glasscherben hat er noch im Rücken. Er ist hier über den Balkon gestürzt. Bruch des ersten Halswirbels. Zeit ungefähr 2:30 Uhr morgens. Und ich hatte so gehofft, dass es nur ein Unfall wäre. Aber so, wie das aussieht... Der Mann hat Gäste gehabt. Es wurde Wein und Whisky getrunken. Und zum Schluss wurde der Gastgeber dann zum Fenster rausgeworfen. Das wohl nicht. Er muss schon im Bett gewesen sein. Habt ihr die Haushälterin schon vernommen? Die ist unten. Ist kaum anzusprechen. Versuch's trotzdem, Walter. Ja? Frau Wienand, ich verstehe, dass Sie der Tod Dr. Meinhardt sehr mitnimmt, aber Sie sollten mir jetzt trotzdem ein paar Fragen beantworten. Haben Sie mich verstanden, Frau Wienand? Ja. Bitte, wie lange sind Sie hier schon als Haushälterin? Frau Wienand, ich habe Sie gefragt, wie lange Sie hier bereits als Haushälterin sind. 8 Jahre. Dr. Meinhardt war nicht verheiratet. Seine Frau ist vor 8 Jahren gestorben. Ja. Und dann kamen Sie hierher und haben dem Witwer das Haus geführt. Er lebt hier allein im Haus? Ja. Und Sie natürlich? Ja, ich drüben im Gartenhaus.
Also, Frau Wienand, wie ist das nun passiert heute Nacht? Ich weiß nicht. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie nichts gehört haben? Ja, ja. Aber es hat ganz zweifellos Krach gegeben, Streit. Der Täter hat Dr. Meinert durch die Balkontür gestoßen und zwar mit ziemlicher Gewalt. Das muss man doch gehört haben. Ja, ich war ja gar nicht da. Das ist doch das. Wenn ich da gewesen wäre, wäre es ja gar nicht passiert. Ja, Moment, aber der Briefträger, der den Toten entdeckt hat... Ich bin um 3:30 nach Hause gekommen. Dann habe ich mich noch ein paar Stunden hingelegt. Dann war ich gerade dabei, das Frühstück zu machen. Wo waren Sie denn bis 3:30? Bei meiner Schwester. Ich bin jeden Dienstag bei meiner Schwester. Und schlafen auch dort? Ja, je nachdem. Manchmal ja. Es war gestern Abend hier eine Gesellschaft da. Draußen in der Halle steht noch alles rum, die Flaschen, die Gläser. Ja, ich bin ja noch gar nicht dazugekommen zum Aufräumen. Ach, Sie wissen also, dass Dr. Meinert gestern Abend Gäste hatte? Ja, natürlich. Der hatte ja jeden Dienstagabend Gäste. Ausgerechnet, dann sind Sie nicht da? Ich meine, gerade dienstags, wenn Dr. Meinert Gäste empfängt? Tja, ja. Wer legt eben Wert darauf? Die Herren wollten allein sein, das kann man ja auch verstehen. Einschenken konnten sich ja wirklich selber, oder? Aber Sie wissen, wer da war, gestern Abend. Es waren ja immer dieselben. Wie weit bist du? Wir bringen die Leiche jetzt rein, sag dem Alten Bescheid. Ja, ist gut. Bitte kommen Sie, Frau Wienand. Bitte, Frau Wienand, kommen Sie. Wo bleiben denn die mit dem Sarg? Keine Ahnung. Aber ich habe doch schon vor einer Stunde telefoniert. Was für Herren waren das? Freunde. Freunde von Dr. Meinhardt. Die, die jeden Dienstag kommen? Ja. Dr. Bibeiner und Dr. Kranz. Sagen Sie, was tun die Herren hier? Tun? Naja, ich meine, trinken Sie, reden Sie, sind Sie Musiker, spielen Sie Schach oder treffen Sie sich aus keinem besonderen Grunde? Ja, ich glaube nicht. Also, nicht, dass ich wüsste. Aus keinem besonderen Grunde also? Ja. Man trinkt, redet, alte Freunde eben. Ja. Haben Sie jemals gehört, dass es Streit gegeben hat? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Wie lange dauern diese Zusammenkünfte? So bis Mitternacht. Niemals länger? Nein, niemals, niemals länger. Woher, Frau Wienand, wissen Sie das? Wenn Sie immer erst gegen 3:30 nach Hause kommen? Ich bin ja nicht immer so spät nach Hause gekommen. Haben Sie die Adressen der Herren, Telefonnummern? Ja, eh. Ich habe sie schon angerufen. Sie haben sie schon angerufen? Ja, die werden gleich hier sein. Ja, hätte ich vielleicht nicht telefonieren sollen? Doch, doch, in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aber entschuldigen Sie, Keller ist mein Name, Kommissar Keller. Sagen Sie, Frau Wienand, Sie sind doch heute Morgen gegen 4 Uhr nach Hause gekommen. Um 3:30. 3:30, na schön, da war es ja schon hell. Und da haben Sie Dr. Meinert nicht gesehen, er lag doch da. Es war noch nicht hell. Aha, Sie sind also ohne den Toten gesehen zu haben in das Haus gegangen und haben, ja, was haben Sie gemacht? Sie hat sich hingelegt. Ins Bett? Ja, ins Bett. Aha. Wo wollen Sie denn hin, Bütchen? Ich bin angerufen worden. Sir. Warum darf ich keine Was machen Sie da? Mein Name ist Dr. Bibeiner. Der Tote ist ein Freund von mir, ich bin Arzt.
Ich wollte nur die Todesursache feststellen. Da seid ihr ja endlich. Wir hatten einen Unfall. Zusammenstoß. Ein verrückter Taxifahrer hat uns eine Stunde aufgehalten. Seid ihr fertig mit ihm? Ja. Walter, ein Doktor wie beinahe ist hier. Sie waren doch gestern Abend hier, nicht wahr? Ja. Sieht nicht aus, als ob er sich gewehrt hätte. Es war auch nicht seine Art, sich zu wehren. Er war nicht geschickt, nicht gewandt. Körperlich. Wunderbarer Mann, Dr. Meinert. Kein Realist, natürlich. Das war er nicht. Das war er ganz sicher nicht. Tja, da habe ich gesessen, gestern Abend auf diesem Sessel. Ich nehme an, Sie werden ein paar Fragen stellen. Ich war hier wie jeden Dienstag zusammen mit Dr. Kranz. Wir unterhielten uns, tranken, hörten Musik, weiter ist nichts Besonderes zu berichten. Angenehme Stimmung wie immer. Dr. Meinert bester Laune, wie meistens. Wir sind gegen Mitternacht gegangen. Beide. Wir gehen immer gemeinsam. Können Sie möglichst präzise sagen, wann? 12 Uhr. Mit einer Toleranz von 10 Minuten, wenn Sie mir die zubilligen. Es kann nicht etwa 1 Uhr gewesen sein oder vielleicht sogar 2. Auf keinen Fall. Da ist es um 1 passiert. Oder um 2. Er muss auf der Stelle tot gewesen sein. 1:30. Entschuldigung, Chef. Hm? Können wir die Leiche jetzt... Ja, Dr. Meinert kann jetzt fortgebracht werden. Er war wohl schon schlafen gegangen, als der Mörder das Haus betrat, klopfte oder klingelte. Wie? Ja, entweder hatte der Mörder den Schlüssel zum Haus oder er hat geklingelt. Dr. Meinert hat es gehört, ist aufgestanden und hat ihn hereingelassen, seinen Mörder. Ja, ja, das ist möglich. Nicht wahr? Das Ganze ist für mich völlig unverständlich. Und unglaublich. Dr. Kranz ist doch auch verständigt worden. Wollte er nicht herkommen, oder irre ich mich da? Ich glaube nicht, dass er kommt. Wir haben telefoniert miteinander. Wir sind der Meinung, dass einer von uns genügt, Fragen zu beantworten, die mit unserem Besuch gestern Abend zusammenhängen. Dr. Kranz ist auf das Äußerste betroffen. Er steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, wenn Sie es unbedingt wünschen. Ja, vielleicht. Ich danke Ihnen, Dr. Biebeiner. Frau Wienand, machen Sie doch mal auf! Frau Wienand, seien Sie doch vernünftig! Was haltet ihr von dem Mann? Er hat bei weitem nicht alles gesagt. Na, das sagen Sie doch nie. Ein normaler Mensch hat einfach eine Abneigung gegen die Polizei und sagt erst mal die Hälfte. Ja, weiß Gott. Ja, aber sonst, was haltet ihr von dem Mann? Also, ich möchte nicht unbedingt Streit mit ihm haben. Na, ein Glück, dass wir nicht nur auf unsere Gefühle angewiesen sind, sondern mehr auf Tatsachen. Wie viele Gläser sind auf diesem Tisch? 1, 2, ich zähle 3. Tja, aber 4 Untersetzer. Einer zu viel. Das kann natürlich ein Zufall sein, aber es liegt doch die Vermutung nahe, dass es ein 4. Glas gegeben hat. Dass jemand verschwinden ließ. Und zwar in aller Eile. Ein bisschen kopflos. Wieso kopflos? Sonst hätte er doch den Untersetzer mit verschwinden lassen. Du hast heute deinen besten Tag. Danke. Ja, und der Aschbecher ist ausgeleert. Warum? Ja, den kann Dr. Meinert selber ausgeleert haben. Aber sonst nichts aufgeräumt, überhaupt nichts. Ja, vielleicht mochte er den Gestank nicht, kalter Rauch und so, und hat deshalb... Ja, schau, da liegt ja auch alles. Ja. Asche, Zigarrenreste. Ach nee, die haben es natürlich schon gesehen. Was denn? Zigarettenstummel mit Lippenstift. Was? Ja. Dann gab es also doch einen 4. Gast. Und dieser Gast war eine Frau. Ja. Haben Sie sonst noch einen? Sieh doch mal die Platten da. Soul, Underground, Pop. Demnach war der 4. Gast als eine junge Frau. Endlich gibt es eine vernünftige Erklärung, warum die Haushälterin weggeschickt wurde.
machst denn du da? Was ist denn hier passiert? Was machst du denn sowas? Ich wollte das schon mal erkundigen. Wer ist denn das? Mein Neffe ist das. Pepper, Hans Pepper. Ich bin nur mal gekommen, weil, naja, es hat sich umgesprochen wie ein Lauffeuer, dass Dr. Meinhardt tot ist. Gestürzt? Ja, vom Balkon. Kommt denn sowas? Auch wenn man ein bisschen nachhilft. Sie kannten Dr. Meinhardt. Natürlich, gehe hier aus und ein. Du weißt überhaupt nichts. Und wenn du sagst, du kennst Dr. Meinhardt, dann ist das... Na, was ist das? Ein Irrtum ist das. Komm mit. Naja, ich verstehe nicht drauf. Ist halt ein Irrtum. Ganz wie du willst. Da rein. Ich geh denn jetzt, Tantchen. Sie hat ihm Geld gegeben. Ja, ich sehe euch im Büro. Ja, und Sie? Ich bleibe noch hier. Aber bitte, lassen Sie sich doch nicht stören, Frau Wienand. Ja. Die Sache nimmt Sie mit, wie ich sehe. Oh ja, schon sehr. Ihr Leben wird sich natürlich sehr verändern, nehme ich an. Ich habe viel verloren. Na, Sie werden schon wieder eine Stellung bekommen. Eine solche nie. Weil es einen solchen Mann wie den Dr. Meinhardt gar nicht mehr gibt. Na? So liebenswürdig, wissen Sie, so zuvorkommend, so verständnisvoll. Oh mein Gott. Das hört sich ja an, als wären Sie für diesen Mann durchs Feuer gegangen. Ja, das wäre ich auch. Haben Sie deswegen das vierte Glas weggenommen? Bitte? Und den Aschenbecher ausgeleert, mit den Zigarettenkippen, an denen noch Lippenstift zu sehen war? Wie bitte? Was haben Sie jetzt gesagt? Frau Wienand, warum sollen wir denn nicht wissen, dass da gestern Abend noch eine Frau bei Dr. Meinhardt war? Eine Frau? Das weiß ich ja gar nicht. Sie haben also das Glas nicht weggenommen. Was für ein Glas? Das vierte Glas vom Tisch. Ja, ich habe doch gar nichts angerührt. Wieso? Fehlt denn eins? Wo sind denn die Gläser hier im Haus? Drüben, im Glasschrank. Kann ich sie mal sehen? Bitte. Da? Ja, dann machen Sie mal auf und zählen Sie. Nein, da fehlt nichts. Das können Sie so schnell übersehen? Na, drei Gläser fehlen doch bestimmt. Ja, die in der Halle stehen. Ah, sonst keins? Nein. Haben Sie eigentlich heute Morgen im Abwasch ein Glas gefunden? Nein. Tja, da muss der Mörder das Glas weggenommen, abgewaschen und in diesen Schrank gestellt haben. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Machen Sie sich Kaffee? Ja, ich bin noch gar nicht zum Frühstücken gekommen. Eine Tasse Kaffee möchte ich jetzt schon gern haben. Och, würden Sie mir auch eine machen? Ja, natürlich, gern. Danke. So. Oh, danke schön, das ist furchtbar nett. Bitte. Der Mörder muss also den Aschenbecher ausgeleert haben, nur damit niemand... Gebrauchen Sie eigentlich einen Lippenstift? Ja, natürlich. Sie glauben doch nicht etwa... Ich rauche ja gar nicht. Ich war ja gar nicht da. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich war bei meiner Schwester. Aber es muss eine Frau da gewesen sein gestern Abend. Ich weiß nicht. Sie wissen nicht vielleicht, wer das gewesen sein könnte? Also ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Vielleicht ein junges Mädchen? Nein, nein. Das sich hier im Hause auskennt und weiß, wo der Schrank mit den Gläsern ist? Ich weiß es nicht, Herr Kommissar. Also ich wirklich, ich habe keine Ahnung. Tja, Frau Wienand, ich will Sie nicht quälen, aber ich sehe, ich tu's. Na, machen Sie doch auf. Ja.
Ja? Wienand, Dr. Kranz. Ja? Ist die Polizei weg? Lassen Sie mich rein. Verzeihung, ich... Wer sind Sie? Polizei? Ich denke, die Polizei ist... Ja, ich hatte noch ein paar Fragen an Frau Wienand zu stellen, aber sie hat sie mir leider nicht beantworten können. Bitte schön. War Dr. Beiner nicht hier? Ja, er war hier. Ja, dann hat er doch sicher gesagt, dass... Dass Sie zu erschüttert sind, um mit Dr. Beiner hierher zu kommen, aber ich sehe ja, Sie sind doch hier. Dann kann ich Ihnen ja auch ein paar Fragen stellen, die Sie mir hoffentlich beantworten werden, oder nicht? Ich? Ja. Nein, wieso ich? Wir sind übereingekommen, dass... Dass nur Dr. Beiner Fragen beantwortet, ja. Ja. Aber warum eigentlich? Es ist im Interesse der Sache sicher besser. Welcher Sache? Ich bitte Sie zu verstehen, Herr Kommissar. Es ist wirklich mit keinerlei böser Absicht verbunden. Wirklich nicht. Wer war die Frau gestern Abend? Frau? Ich sagte schon, ich kann nicht gegen eine Abmachung handeln. Ich weiß von keiner Frau. Kann ich ein Glas Wasser haben? Ja. Ich bin wirklich nicht sehr in Ordnung. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich in dieser Situation... Situation? In welcher Situation sind Sie eigentlich? Wie? Ja, Sie sagen, Sie sind in einer Situation. Ich frage Sie, in welcher? Ein Freund von mir ist ermordet worden heute Nacht. Sehr guter Freund, auf eine schreckliche Weise. Das ist meine Situation. Warum? Da fühlen Sie sich außerstande, Fragen zu beantworten und überlassen das lieber Dr. Biebein. Ah. Danke, Dr. Kranz. Ruf mal zum Büro durch. Ja, bitte. Ah ja, 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 ist hier. Robert, ja? Der Chef. Ja, stell dich. Der Chef? Ja, das habe ich. Ja, das ist alles da. Einen Moment. Dr. Biebeiner. Dr. Biebeiner ist Arzneimittelvertreter. Sein Bombengeschäft. Der Mann versteuert im Jahr eine 500.000. Dr. Kranz, ja, habe ich auch. Kleinen Moment. Kranz, ja, ist doch hier. Kranz, Dr. Kranz, Maschinenbau. Na, der Mann muss ein Gehirn haben wie ein Computer. Er ist ein, ich sag's mal wörtlich, was einer geschrieben hat, er ist ein technisches Genie. Dr. Meinhardt selbst machte Seeversicherungen. Seeversicherungen, ja. Hat sich aber vom Geschäft zurückgezogen und lebte von seinem Vermögen. Das heißt also von den Zinsen seines Vermögens. Walter? Ja, der ist hinter dem jungen Mann her. Sie fahren jetzt schon eine Stunde hinter mir her. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wenn Sie was von mir wollen, können Sie mich doch fragen. Da brauchen Sie doch nicht hinter mir herzufahren. Es tut mir leid, wenn ich Sie nervös gemacht habe. Wieso? Sie haben mich doch nicht nervös gemacht. Ich habe lediglich eine Frage an Sie. Sprechen Sie dienstlich mit mir, oder was? Ja, dienstlich. Wenn Sie mir die Frage nicht beantworten, muss ich Sie leider festnehmen. Festnehmen? Ja, und zur Kriminalpolizei mitnehmen. Die Anweisung kam eben über Funk. Wieso, was ist denn? Wer war die Frau gestern Abend bei Dr. Meinhardt? Frau? Bei Dr. Meinhardt? Also los, steigen Sie ein. Moment mal. Sie können mich doch nicht festnehmen, weil ich Ihnen eine Frage nicht beantworten kann. Kann ich nicht? Nein. Sie haben doch gesagt, Sie gehen bei Dr. Meinhardt ein und aus. Haben Sie eigentlich einen Schlüssel zu dem Haus? Wieso Schlüssel? Naja, es könnte doch sein, dass Ihre Tante Ihnen einen Schlüssel gegeben hat. Der Mörder ist nämlich durch die Tür gekommen. Ganz normal. Ich hab doch keinen Schlüssel.
Wirklich nicht. Aber hören Sie mal, da fällt mir eben was ein. Es ist aber gut, dass Ihnen das gerade jetzt einfällt. Sie sagten, es sei eine Frau bei Dr. Meinhard gewesen. Ja. Und, Aber die haben ja, bitte? Wenn überhaupt jemand da war, ja? Dann kann es sich eigentlich höchstens um Kathi Vogt handeln. Aha. Die ist öfter da. Ich weiß, wo sie wohnt. Die Adresse kann ich Ihnen auch geben. Aber einen Schlüssel zu dem Haus habe ich wirklich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Können wir bitte Fräulein Vogt sprechen? Kriminalpolizei. Kathi, kommst du mal bitte? Hier sind zwei Herren, die dich sprechen möchten. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber könnten wir Sie ein paar Minuten sprechen? Wozu denn? Was ist denn los? Ein paar Fragen. Ein paar Fragen, die einen gewissen Dr. Meinhard betreffen. Dr. Meinhard? Könnten wir irgendwo hingehen? Ich kann nicht weg jetzt. Wenn es nur ein paar Minuten sind, machst du eben früher Mittag. Oh, ja. Sehr liebenswürdig. Dankeschön. Dankeschön. Wir können ja... Ich wohne gleich hier vorne. Das trifft sich ja sehr gut. Vielleicht gehen Sie am besten gut vor. Bitte? Danke. Ach, Sie wohnen gar nicht alleine hier? Nein, mein Bruder wohnt noch hier in dem Zimmer. Ich wohne hier. Kommen Sie bitte. Ja. Was ist denn? Sie kommen doch wegen was. Waren Sie gestern Abend bei Dr. Meinhard? Ja. Eingeladen? Ja, warum? Sie öfter bei Dr. Meinhard eingeladen? Ja. Immer dienstags, nicht wahr? Dienstags? Das stimmt doch, oder? Dienstags kommen die anderen immer. Ich gehe hin, wann ich will. Kann ich auch einen haben? Ja, natürlich. Bitte. Was ist denn los? Dr. Meinhard ist tot. Er wurde heute Nacht ermordet. Er ist über den Balkon hinunter in den Garten gestürzt. Sie sagen nichts dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich meine, irgendwas müssten Sie schon dazu sagen. Über den Balkon? Das ist ja komisch. Komisch? Also mal der Reihe nach. Sie waren also gestern Abend da. Hat man Sie geholt oder gebracht? Wieso? Ich bin hingefahren. Ich weiß doch, wo Dr. Meinhard wohnt. Sie sind hingefahren. Heißt das, Sie haben Auto? Ja, er hat mir doch eins gekauft. Was hat er? Er hat Ihnen ein Auto gekauft, Dr. Meinhard? Ja. Geschenkt? Ja. Schenkt Ihnen ein Auto? Das muss doch einen Grund haben. Ich meine, wofür? Was war Ihre Gegenleistung? Hatten Sie ein Verhältnis mit ihm? Quatsch, Verhältnis? Was ist denn das für ein komisches Wort? Hat es mir eben geschenkt. Ich habe es ja auch nicht verstanden. Ich habe ihn ja gefragt, warum tust du das denn? Und er sagte, ich will dir eine Freude machen. Und das hat er ja. Ja, muss er Sie ja ganz gern gehabt haben. Dafür kann ich doch nichts. Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist doch seine Sache, wenn er will, dass ich zu ihm komme. Er sagt, du kannst kommen, wann du willst. Fühl dich zu Hause. Hat er Ihnen auch Geld gegeben? Wenn er mir ein Auto gibt. Kann er Ihnen auch Geld geben, haben Sie recht. Bekamen Sie regelmäßige Zahlungen von Dr. Meinhard? Regelmäßig? Wie viel? Manchmal. 200, 300, 100. So immer. Und das darf er doch oder darf er das nicht? Ich habe ihm doch nichts genommen, weggenommen. Was war gestern Abend? Nichts. Nichts Besonderes. Geredet haben sie, getrunken und ich habe Platten gespielt. Und das Ganze dauerte? Bis 12, es dauert nie länger. Er wird ja müde, Dr. Meinhard, und das sagt er dann auch. Wer hat es denn bloß getan? Kathi? Hier steht sperrangelweit die Tür offen. Wieso bist denn du überhaupt da? Dr. Meinhard ist tot, Taro. Nanu? Jemand soll ihn über den Balkon runtergestoßen haben. Über welchen Balkon? Über den bei ihm zu Hause. Polizei? Ja.
Weswegen kommen Sie denn? Wollen Sie uns das nur mitteilen, oder? Warst du da gestern Abend? War doch Dienstag. Da will er doch immer, dass ich komme. Was war denn? War da was? Nichts. Ich hab gesagt, nichts. Vielleicht war das ein Unfall. Der Mann hat auf dem Balkon gestanden nachts. Ach, Sie meinen, er könnte sich den Sternenhimmel angesehen haben? Ja. War ja eine klare Nacht, Fettmann. Woher wissen Sie denn das? Ist vielleicht auch zufällig auf dem Balkon gestanden? Nein. Aber ich kann ja mal fragen, wo waren Sie denn heute Nacht um zwei? In meinem Zimmer. Sagen Sie mal, was soll denn das? Sie fragen mich, wo ich heute Nacht war? Was heißt denn das? Wollen Sie damit sagen? Sie kennen Dr. Meinhardt jedenfalls auch. Ja, sicher kenne ich den Mann. Haben Sie auch ein Auto geschenkt bekommen? Nein, ich nicht. Aber Geld haben Sie bekommen. Was sind das für komische Fragen? Katja hat ein Auto geschenkt. Na und? Sie gefiel ihm. Andauernd hat er sie gefragt, was er für sie tun kann. Vogel hatte der mit der Kathi, aber nicht mit mir und nicht mit Danny. Sie kennen das Haus? Kathi hat mich mal mitgenommen. Waren Sie auch mal im Schlafzimmer? Ich glaube, ich war mal drin. Kennen Sie Frau Wienand? Die auch. Warum? Auch in der Küche waren Sie schon mal? Ich kenne das ganze Haus, aber das heißt doch nichts! Kennen Sie das Haus auch? Warum fragen Sie denn jetzt Danny? Lassen Sie das Mädchen antworten. Ja, ich war auch mal da. Dienstags? Ja, auch mal dienstags. Aber nicht so oft, weil es war so langweilig. Kann ich mal Ihr Zimmer sehen? Eins? Bitte. Sehen Sie sie. Nach Ihnen. Haben Sie einen Beruf? Ich bin Fotograf. Ganz schön teure Kameras haben Sie hier. Auch von Dr. Meinhardt? Warum nicht zum Beispiel? Der Mann hat zu mir gesagt, Haro, du musst einen Beruf haben. Ich sag, ja, ich möchte gern Fotograf werden. Und da hat er mir das gekauft. Ich dachte, Sie hätten keine Geschenke bekommen. Das? Kathi zuliebe. Galt doch nicht mir. Und Sie? Sie wohnen auch hier? Mhm, da drin. Hat Dr. Meinhardt sich auch um Ihren Beruf Sorgen gemacht? Ach, lassen Sie mich los! Was haben Sie denn getan? Dr. B. Beiner, was machen Sie denn hier? Das ist eine rein private Sache, ganz unerheblich für Sie. Wir sprechen uns noch. Was wollen Sie denn von mir? Glauben Sie, ich habe Dr. Meinhardt umgebracht? Was will der überhaupt? Ich war heute Nacht im Bett. Danny, wo war ich heute Nacht um halb zwei? Das weiß ich doch nicht. Weißt du nicht? Wieso weißt du nicht? Weil ich es nicht weiß. Aber du bist doch nach Hause gekommen, da lag ich im Bett. Wie spät war es denn da? Du musst doch wissen, wie spät es war. Halb drei. Halb drei? Was lachst du so blöd? Sie kamen also erst um halb drei nach Hause. Darf ich fragen, wo Sie waren? Ich war aus, ich war in der Nachteule. In der Nachteule? Was ist das? Das ist ein Lokal in Schwabing. Gepflegter Beatschuppen. Aber es war doch noch nicht halb drei. Hast du auf die Uhr gesehen? Auf die Uhr hast du nicht gesehen. Aber Danny, es muss zwei gewesen sein. Halb zwei. Ja, ich schlage vor, die Herrschaften einigen sich noch über diesen Punkt. Bis dahin auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Freund Kathi. Wiedersehen. Jedenfalls war der Junge um halb zwei noch nicht zu Hause. Hier. Ach, weißt du, halb zwei oder halb drei, das ist unwichtig. Wenn die sich einen Verteidiger nehmen, dann wird der ihnen schon sagen, welche Zeit die beste ist. Hattest du mir eben den Hut gegeben? Ich dachte, Sie brauchen ihn noch. Ja, danke schön. Ach nee. Was machen Sie denn hier? Ich? Wieso? Ich wohne hier. Was, Sie wohnen hier? Ja. Auch in der Wohnung von Kathi Vogt? Ja. Hatte ich vergessen zu fragen. Sagen Sie mal, wem gehört denn die Wohnung eigentlich? Die Miete bezahlt Dr. Meinhardt. Ah, Kathi zuliebe. Ja. Ach, dann haben Sie wahrscheinlich die Vogts mit Dr. Meinhardt bekannt gemacht. Naja, ich habe gerade die mal mitgenommen zu meiner Tante und da hat er sie gesehen und hat gesagt, sie soll doch öfter mal kommen und ihr Bruder auch und Danny. Hm. Haben Sie eigentlich auch Geld von Dr. Meinhardt bekommen? Nein. Aber wenigstens ein Auto oder ein paar Fotoapparate? Nein, ich habe nie was von ihm bekommen. Oh, dann gehen Sie mal auf. Jetzt brauche ich Dr. Kranz. Ach, Sie, Herr Kommissar.
Danke, Elisabeth, danke. Ja. Ja, was ist denn? Gibt's etwas? Ich sagte danke, gehen Sie nur. Ja, es ist ein sehr ungünstiger Moment. Ich habe überhaupt keine Zeit, Herr Kommissar. Vielleicht gehen wir besser in mein Büro. Guten Tag. Ah ja, Gertrud, da bist du. Ich sagte schon, ich sagte den Herrn Weiß, es wäre besser, wenn wir ins Büro gehen. Die Herren sind von der Polizei. In der Mordsache, Dr. Meinhard. Keller ist mein Name. Mein Mitarbeiter. Grabert, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe schon gehört. Möchten Sie einen Kaffee? Dankeschön, nein. Tja, da sind noch einige Fragen anscheinend. Fragen Sie nur, meine Herren. Willst du nicht lieber? Es ist doch unangenehm. Bitte, für Herr dich. Kommissar. Wir werden versuchen, Ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Hast du schon etwas gesagt? Nein, nein. Sie werden nach Kathi Vogt fragen, nehme ich an. Und der merkwürdigen Beziehung, die zwischen Dr. Meinhard und diesem jungen Mädchen bestand. Ja, ganz recht. Eine Alterstorheit, Herr Kommissar. Erfolgreiche Leute wie Dr. Meinhard, die sich zurückziehen und plötzlich nicht mehr im gewohnten Rhythmus sind, die wollen dann ihre Jugend zurückholen, hängen sich an junge Mädchen, die natürlich genau wissen, was für eine materielle Chance sich ihnen bietet, die sie natürlich ausnutzen, gegenüber Leuten, die merkwürdigerweise so stolz sind auf ihre realistischen Ansichten, nicht wahr? Ja. Ob der Mord an Dr. Meinhard im Zusammenhang steht mit diesen jungen Leuten, das können wir nicht beurteilen. Wir können Ihnen da keinen Hinweis geben. Ja, Sie haben mir natürlich keine Fragen beantwortet. Nein, das war mehr eine Art Erklärung. Ganz recht. Aber es genügt mir schon. Schönen Dank. Verzeihen Sie die Störung. Können Sie uns herausbringen, Doktor? Bitte schauen. Sagen Sie, Doktor, wann kann ich Sie denn mal allein sprechen? Mich? Ohne Ihre Frau. Ja, wieso denn? Ich denke... Ja, bisher haben immer andere für Sie geantwortet und ich möchte Sie gern selbst einmal hören. Und das möglichst bald. Ja, ich verstehe. Kennen Sie das Lokal Nachteule? Ja, Sie müssen mir nicht viel erzählen, nur eins. Wer war eigentlich Dr. Meinhard? Ich meine, was war das für ein Mann? Dr. Meinhard, der Kommissar, er war 60, 62. Aber er war nicht ein Mann, der am Ende seines Lebens stand. Ganz im Gegenteil, er war auf der Höhe seines Lebens. Ich weiß, man sagt immer, wenn ein Mann die 50 überschreitet, dass es mit ihm zu Ende geht. Wieso eigentlich? Das stimmt doch gar nicht. Dr. Meinhard sagte, ich erinnere mich noch ganz genau, wir müssen uns mit der Jugend irgendwie auseinandersetzen. Wir dürfen uns nicht abschließen. Wir müssen Kontakt suchen. Und auf diese Weise bleiben auch wir selbst bis zum letzten Augenblick auf eine höhere Weise lebendig. Und das war eben der Anlass für Meinhard und auch für uns, aus unserem Kreis herauszugehen. Und naja, es bot sich von selbst an. Frau Wienand hatte einen Neffen, der wieder mit jungen Leuten zusammen wohnt, mit den Vogts. Und so lernten wir Kathi Vogt kennen und ihren Bruder und dessen Freundin, Dani. Ja, so kam das alles. Was? Was kam so? Ja. Bitte. Das Ganze war doch eine Pleite. Ja, wieso denn? Ja, weil man sich letzten Endes nichts zu sagen hat. Da kamen sie an, ohne Manieren. Ich sagte zu Meinhard, Sie haben doch keine Manieren. Er sagte, es sind nicht unsere Manieren. Er war überhaupt ständig auf ihrer Seite. Diese jungen Leute ließen den geringsten Respekt vermissen. Meinhard sagte, ich brauche ihren Respekt nicht. Aber sicher brauchen sie meinen, bis sie eines Tages ebenso wenig darauf angewiesen sind, wie ich auf ihren. Ja, aber das ist doch großartig. Ja, aber sie machten sich lustig über ihn. Wie Beiner sagte, komm zu dir, Meinhard, sie machen sich lustig über dich. Du bist für die jungen Leute eine komische Figur. Ja, war das denn? Ja, sie machten ihn dazu. Und er selbst empfand das nicht? Dr. Meinhard? Ja, Dr. Meinhard. Nein, er selbst nicht. Es war demütigend, wirklich. Es war auch für uns in gewissem Sinne erniedrigend zu sehen, wie er behandelt wurde. Können Sie mal irgendein Beispiel sagen? Beispiel. Kathi zwang ihn zu tanzen. Der Mann konnte nicht tanzen, er konnte es nicht, das lag ihm nicht, er hatte nie getanzt. Er ließ sich zur Musik vorführen wie ein dressierter Hund. Herr Kranz, das sehen Sie doch aus Ihrer Sicht. Nein, nein, wirklich, glauben Sie mir, es war wirklich unmöglich, unglaublich, wie die jungen Leute sich im Hause Meinhard aufführten. Gab es denn darüber jemals Streit? Streit? Nein. Streit. Also Dr. Meinhard war mit seinen Gästen absolut einverstanden. Nicht einverstanden waren Sie. Und Dr. Bibalner. Ja.
Er gab sich selbst auf. Das war unsere Meinung, die von Bibeiner und mir. Sagen Sie, was ist das eigentlich hier für ein Lokal? Ich hab's vorgeschlagen, weil um diese Zeit ist hier noch nichts los, deswegen. Ne? Kathi Vogt kommt hierher, ne? Ja. Ja, sie kommen alle hierher. Sie bevorzugen es. Wissen Sie eigentlich, dass Dr. Bibeiner heute Haro Vogt aufgesucht hat? Nein, nein, hat er? Ja. Und es sah so aus, als wolle er ihm den Hals umdrehen. Ach, und hat er, wieso? Hat er irgendeine Erklärung abgegeben? Wollen Sie eine geben? Nein, das kann ich nicht. Haro Vogt, ich meine, Sie haben ihn doch vernommen. Konnte er sagen, wo er heute Nacht gewesen ist, zwischen 1 und 2? Er hatte keinen Zeugen. Ach, und seine Freundin? Die ist erst um 2:30 nach Hause gekommen, sagt sie. So, so. Naja, wenn sie sagt, sie hat ja schließlich keinen Grund zu lügen, nicht wahr? Wir kriegen Ärger, wirst du sehen. Meinst du? Meinst du? Deinetwegen kriege ich Ärger, das bestimmt. Aber ich bin erst um 2:30 nach Hause gekommen und du hast nicht geschlafen. Musst du das andauernd spielen? Haro. Ja? Sag nochmal, was du gesagt hast. Wieso, was ist denn? Was du zu denen gesagt hast, Haro! Nicht unwichtig, oder? Sei doch nicht so jähzornig. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Nichts. Die wissen gar nichts von mir. Wenn's wie beinahe ist, bin ich nicht da. Die soll die Musik abstellen. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn wir noch einmal erscheinen. Wollen Sie jetzt jemanden verhaften? Nein, nein, noch nicht. Die Herren sind sich noch nicht klar, siehst du da. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Los, Kathi. Ja. Ich habe nichts. Wir haben nichts. Kathi bekommt. Kathi ist die große Nummer hier. Hör doch auf. Von ihr haben wir ja schließlich alle gelebt. Und von Dr. Meinhard natürlich. Und den Mann soll ich umbringen? Das wäre doch verrückt, oder? Mal rein sachlich gesehen. Ja, mal rein sachlich gesehen. Na los, was ist? Geh ja schon. Nur, es handelt sich ja nicht um einen kaltblütigen Mord. Ich stelle mir da eine Szene vor zwischen Dr. Meinhard und dem Gast, die vielleicht ganz ruhig begonnen hat. Dann plötzlich muss der Gast den Kopf verloren haben. Völlig ohne Übergang ergab sich alles. Der Täter war eben nicht bei Verstand. In dem Augenblick, wenn Sie das mal so sehen wollen. Gut, Herr Kommissar, gut. Aber nur erklären Sie mir mal um Himmels Willen, wen soll denn dieser Mann so aufregen, dass er den Kopf verliert? Der doch nicht. Keiner von denen. Das sind doch Leute, die sind doch von gestern. Was glauben Sie, was da los war? Sicher, wir sind da mal hingegangen. Aber wir mussten richtig auslosen. Wer geht heute, gehst du? Einer muss ja. Sich den Mist anhören, der da verzapft wird. Nee, Herr Kommissar. Kopf verlieren bei den Leuten? Frau Keller, Ihr Mann ist bereits unterwegs. Er wird jeden Moment hier sein. Ja, wollen Sie noch einen Kaffee haben? Nein, danke. Wirklich nicht? Och. Ich bin wirklich ganz unsicher. Ich habe mich schon mal angezogen, obwohl... Ach, der hat doch sicher Zeit. Doch. Aber dass er völlig vergessen hat, einen Tisch zu bestellen. Ich will ihn natürlich auch nicht von der Arbeit abhalten. Ah, wir machen das schon. Ich mag Frauen nicht, die ihre Männer bedrängen. Hochzeitstag ist Hochzeitstag. Ah, da kommt er ja. Ich finde einfach keinen natürlichen Weg. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon alles, aber ich mache einfach den falschen Gebrauch von dem, was ich weiß. Guten Tag, Chef. Franziska, was machst du denn hier? Ist was los? Und wieso siehst du so seltsam? Ach, ja, natürlich. Ich habe ihn auf alle Fälle mal mitgebracht. Dankeschön. Wie spät ist es denn eigentlich? Naja, es ist ja auch viel zu spät. Ich habe ja ganz vergessen, einen Tisch zu bestellen. Wir kriegen ja gar keinen Platz mehr. Machen Sie sich da mal gar keine Sorgen. Ich habe angerufen. Sie haben einen sehr schönen Tisch. Aber wenn du natürlich nicht weg kannst, dann... Ja, Franziska, du musst das verstehen. Komm, pack das wieder ein. Ich kann ja nicht mitten in einem Mordfall eine private... Was meint ihr denn dazu? Er kann doch, Walter, oder? Wir geben ihn Urlaub, Chef. Ach, großartig. Du, das ist die beste Lady Curzon seit... Bitte, ja.
Sag mal. Mhm. Auch vor 11 Jahren hat eine Lady Curzon. Ja, und dann kam der Lachs. Da kommt er gerade. Du, da haben wir dasselbe bestellt wie damals? Ja. Oh, und ich hab das gar nicht gemerkt. Mach doch nichts. Ich freue mich so, dass du überhaupt Zeit hast. Ja, natürlich habe ich Zeit. Hatten wir denselben Wein auch damals? Ja, natürlich nicht denselben Jahrgang. Naja, ich finde es ja überhaupt unsinnig, dass die Menschen sich immer für unentbehrlich halten und einfach sich keine Zeit nehmen zu Dingen, die das Leben doch überhaupt erst richtig schön machen. Also gut essen, gut trinken, ein gutes Gespräch mit Menschen, mit denen man... Was schaust du dich denn andauernd um? Ja, ich suche das Telefon, das war doch immer da früher. Haben die umgebaut? Warum bauen die Menschen immer um? Herr Ober, wo ist das Telefon jetzt? Das ist gleich hier links gesprungen. Ah ja, da hinten, ja. Dankeschön. Wie ist der Lachs? Zart. Robert und Walter sind jetzt unterwegs. Ich bin richtig froh, dass ich die beiden habe. Die machen das schon. Wie ist der Lachs? Ich sagte schon. Ah ja, zart, richtig, ja. Du, das ist eigentlich ein sehr interessanter Fall. Und ich frage mich... Ja, es handelt sich da um sehr nette ältere Herren und um sehr nette jüngere Leute. Na, Franziska, auf dein Wohl. Auf die nächsten. Wie lange haben wir noch? Wie viele Jahre? Doppelt so viel. Du bist reichlich optimistisch. Immer. Prost, mein Herz. Prost, mein Schatz. Großartig. Der Mann war wirklich großartig. Wer? Dr. Meinert. Ist das der Tote? Ja. Ist doch, Herbert, hm? Ich muss mir einfach vorstellen, wie das an den Abenden war, wenn die jungen Leute da waren. Kathi Vogt beispielsweise und die anderen, die ja alle nicht aus ihrer Haut heraus konnten. Und was für Eindrücke müssen da entstanden sein? Bei Dr. Bibeiner, bei Kranz, wenn ein Mann, den man so verehrt, so sehr gedemütigt worden ist. Andererseits, Dr. Meinert war ja selbst... Franziska? Ja. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Niemand. Ich habe das doch zum Verzweifeln. Hallo! Hallo! Franziska, bitte, bring mir ein Bier. Ja, ich, mein Hals ist schon ganz... Es ist eine Sauna hier. Hallo? Ja, Walter, auch nur Gott sei Dank. Hör zu, das ist jetzt ganz wichtig. Lass alle jetzt in die Villa von Dr. Meinert kommen. Ja, so Bibeiner und Kranz und... Vor allen Dingen den Pepper. Guten Abend. Das ist alles in Ordnung, Walter. Alles drin, Chef. Ganz gut, Herr Doktor. Das ist meine Frau. Können wir schon hineingehen? Bitte, bitte, ja. Ja. Walter, kümmerst du dich bitte um meine Frau? Ja. Und geht schon wieder, bitte.
Na, was flüstern Sie denn, Herr Pepper? Wieso? Was ist denn? Ach, Sie verlieren jetzt langsam Ihre gute Laune, was? Bitte. Danke. Darf ich Sie bitten, hier hineinzukommen? Zeigen Sie mir mal Ihren Hals. Diesen jungen Mann wollten Sie doch umbringen, Herr Dr. Wiebeiner. Ja, sagen Sie jetzt nicht, das ist reine Privatsache. Sie halten ihn doch für den Mörder von Dr. Meinhardt, nicht wahr? Ja. Aber was sollte er für einen Grund haben? Er wollte seine Schwester Kathi teurer verkaufen. Völliger Blödsinn. Dr. Meinhardt hat gesagt, Herr Vogt ist zu mir gekommen. Er will 10.000 Mark. Haben Sie die verlangt oder nicht? Der Mann hat ja genug Geld. Das war eine ganz faire geschäftliche Besprechung. Wir wollten was aufmachen, Pepper und ich. Ein Geschäft, ein Unternehmen. Dr. Meinhardt lehnt ab. Ja, wir wollten eine Chance haben. Der Mann hat uns die Miete bezahlt. Das wollten wir gar nicht, wie so ein Almosen. Die Miete hätten wir gern selber bezahlt. Dr. Meinhardt hat abgelehnt und Herr Vogt war außer sich. Waren Sie doch, oder? Ja, außer sich. Das ist ja kein Grund, jemanden umzubringen. Kathi hat einen Schlüssel zu diesem Haus. Was kommen Sie denn jetzt damit? Als wir gestern Abend Dr. Meinhardt verließen, Dr. Kanz, Kathi Vogt und ich, da sagte ich zu Dr. Kanz, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir die Schlüssel abnehmen. Da wird von Geld geredet. Die Bande bricht nur ein. Geben Sie uns die Schlüssel zurück, sagte ich zu Kathi Vogt. Und sie sagte, ich habe sie nicht. Harro hat sie. Und er hat sie benutzt letzte Nacht. Stimmt ja gar nicht, so ein Quatsch. Haben Sie den Schlüssel? Ja, natürlich habe ich ihn hier. Aber ich war doch nicht in dem Haus hier heute Nacht. Das waren Sie allerdings nicht. Ich möchte dem Mörder eine Chance geben. Er kann sich jetzt noch melden. Kennen Sie denn den Mörder? Wo waren eigentlich Sie gestern Abend, Herr Pepper? Ich war in der Nachteule mit Danny. Stimmt das? Nein. Warum sagst du denn nein? Weil es nicht stimmt, ich war mit Dr. Kranz aus. Ich hatte doch so gebeten. Na und, soll ich denn jetzt nicht die Wahrheit sagen? Tja, Herr Pepper, wenn Sie nicht in der Nachteule waren, wo waren Sie dann gestern Abend? Ich war... Bei meiner Schwester war er, Herr Kommissar. Ja. Wir waren gemeinsam bei meiner Schwester. Sagen Sie, Frau Wienand, wie stand eigentlich Dr. Meinhardt zu Ihrem Neffen? Nicht besonders. Und Sie auch nicht? Nein, weil... Ja, das verstehe ich. Es war Ihnen einfach nicht recht, dass diese jungen Leute hier so quasi eindrangen in dieses Haus. Dass sie kommen konnten, wann sie wollten und alles auf den Kopf stellten. Und dass Dr. Meinhardt eben doch nicht mit dem Respekt behandelt wurde, der ihm zustand, ne? Ja, das ist richtig. Und Dr. Meinhardt hat eben einfach nicht begriffen, was Sie sagten, sie immer wieder sagten. Der Mann war ja plötzlich... ganz verändert. Ja. Der war ja wie ausgewechselt. Es war ja direkt lächerlich. Ein Mann wie Dr. Meinhardt. Und Sie hassen Kathi Vogt? Er wusste ja gar nicht, was er tat. Hängt sie da an, so ein junges Mädchen? Die konnte ja mit ihm machen, was sie wollte. Und alles andere galt plötzlich nichts mehr. Und dann war überhaupt nichts mehr wert. Nichts! Bloß wegen so einem jungen Ding da. Frau Wienand, wie lange waren Sie gestern Abend bei Ihrer Schwester? Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Wie lange war sie da? Hier hast du's zurück. Bis 1 Uhr. Wir haben darüber gesprochen, über Dr. Meinhardt. Meine Tante war sehr aufgeregt. Hat sie was getrunken? Das auch. Sie sagte, ich wecke ihn, wenn er schon schläft. Frau Wienand.
Geschmissen hat er mich. Gekündigt hat er mir. Wegen so einer. Ich hab diesen Mann geliebt. Wissen Sie? Tja, dann können wir ja wohl jetzt gehen. Ja. Sie können gehen. Komm. So, Frau Wienand,